Schwarze Dickendorf. Wir sehen, dass es eine Mischung ist auf dieser Strecke zwischen engen Passagen und zwischen schnelleren Stücken. Peugeot scheint im Augenblick etwas Mucken zu machen mit der Technik. Ja, es ist ein technischer Sport und die Probleme liegen halt auch manchmal im Detail. Daniel Pauli zusammen mit dieser Bruchtaler auf dem BMW M3 E36. Kurbelwelle, Bläuel, Kolben und so weiter. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was wir hier als erste Fahrzeit, als erste Richtzeit bekommen werden. Und ihm wird folgen Peter Zichetmeier aus Stephanskirchen von der RG Rosenheim, von der Rallye-Gemeinschaft Rosenheim auf dem Seat Ibiza. Ja, auf die Strecke gehen wird. Bei den stark verbesserten Fahrzeugen in der Gruppe H in der Klasse 14, also bis 2000 Kubikzentimeter. So, und jetzt beginnt sich hier der Kurs zu füllen und ich denke, es wird eine große Chance, eine Spektakel sein und Spaß, das wollen wir alle zusammen haben an diesem Nachmittag. Naja, hier ist sehr, sehr geschickt. Antriebskonzepte unterwegs. Den Opel Astra, der soeben gestartet ist, bei Johann Pellkofer aus Brasdorf von der MSG Brintal auf dem Opel Astra GSI. Wir warten natürlich mit Spannung auf die ersten Richtzeiten dieser ersten Gruppe, die jetzt hier unterwegs ist. Bestehend aus Max Böckers im BMW, Peter Zehenmeier im Seat und Johann Pellkofer im gelben Opel Astra. Ja, der Peter Zehenmeier hat sich warm gefahren, hat sich eingeschossen, versäumt hat jetzt hier etwas, muss Geschwindigkeit herausnehmen, um das Auto noch um die Kurve zu bringen. Also, drei Fahrzeuge unterwegs. Zwei in der gleichen Klasse, nämlich der BMW 318 erstes AMC Bad Aibling. Und der Opel Astra, gefahren von Johann Pellkofer. Und die fünf gehen auf die Strecke, während sie hier noch bei uns stehen. Anscheinend mit einem Problem mit Christian Althofer, Katrin Götzenberger vom AMC Deuerling und MC Labertal auf dem Renault Clio Ragnotti. Das erste Auto, weil es ein Club-Auto ist, hier wird jetzt sehr, sehr schnell gewechselt werden. Und Marius Ehrenbruch ist bereits unterwegs, die Startnummer 6, zusammen mit Johannes Reinhoser auf dem BMW 318 ES. Diese 318 ES ja sehr, sehr beliebte Fahrzeuge im Motorsport, kostengünstige Fahrzeuge. Auch was den Unterhalt angeht, die technischen Investitionen, aber doch ein Auto, mit dem man richtig Spaß haben kann. 1,8 Liter, 16 Ventiler, 4-Zylinder Motor mit serienmäßig bereits 138 PS und auch schon mit im Kurs die Startnummer 5, wie bereits erwähnt. Ja, und wir haben die Zeit zunächst mal für die Startnummer 2 für den Peter Zichetmeier. 2 Minuten, 40 Sekunden und 3 Zehntel. 2:40:03, also für Peter Zichetmeier. Nämlich Manuel Schmidt, der junge Mann vom MC Labertal, der Kfz-Mechatroniker, auf einem weiteren Seat Ibiza. Und der Manuel Schmidt ist unterwegs auch bei den verbesserten Fahrzeugen bis 2000 Kubikzentimeter. Ist jetzt hier gleich mal den richtigen Bremsproblemen an der Ober. 2, 3, 5 und 6 sind hier unterwegs im Moment im Augenblick. Der Marius Ehrenbruch nutzt hier die Drehzahlgrenze komplett aus, dreht das Auto bis in den Begrenzer. Manuel Schmidt hat sich genau gemerkt, dass man hier doch etwas früher bremsen muss. Vor der Kehre und unverändert spektakulär unterwegs. Thomas Wallner und Melanie Schmidt. Kommen von MSC Emmersdorf und vom MC. So, wir haben weitere Zeiten. Zunächst einmal die Zeit für die Startnummer 3 für den Johann Pellkofer. 2:35:06. 2:35:06. Exakt die gleiche Zeit.
Zeit ist jetzt gefahren, auch die Startnummer 5, der Tom Walder mit der Melanie Schmidt, nämlich zu 35,6, also zeigt gleich bis auf die 10. Sekunde. Im Backbord auf die Startnummer 6, Marius. Startnummer 4 bei Christian Alhofer, Katrin Kötzenberger. Das Team vom MC Deuerling, die Beifahrerin vom MC Laubertal auf dem Renault Clio Ragnotti. Grandantrieb, 2 Liter Saugmotor, 16 Ventiler, auf 200 Füßen unter der Haube. Und der Christian Alhofer, ein ganz erfahrener Mann, trotz seiner 23 Jahre Erfahrungen gesammelt im Slalomsport, ab und zu nehmen, wie immer ihr das hier handhaben wollt, von der Sprechweise her. Ja, und ich denke mal, der Christian Alhofer wird jetzt einer derjenigen sein, der uns hier ganz sicher schnelle Zeit setzen kann. Hat sich das hier gemerkt, dass es hier glatt ist, dass es rutschig ist, dass aber das sind halt Dinge, da muss man drüber stehen, die muss man wegstecken, da muss man sich wieder neu motivieren. Und am besten ist es nach solchen Vorfällen so schnell als möglich wieder ins Wettbewerbsauto zu steigen. Dritte Umrundung hier von Christian Alhofer, Katja Götzenberger. Und die 9 ist gestartet und unterwegs ein weiterer BMW 318 IS. Man könnte meinen, wir haben hier einen BMW-Pokal, einen 318 IS Cup, aber dem ist es nicht so. Aber ich habe schon erwähnt, diese Fahrzeuge einfach sehr, sehr beliebt, sehr, sehr kostengünstig auch einzusetzen und darum so oft zu finden im Motorsport. Und IS ein, ja, und was ihm am Rallye-Sport oder am Rallye-Fahrer so ganz besonders gefällt, ist die Herausforderung durch die abwechselnden Bedingungen, auf die man sich ganz einfach sehr, sehr kurzfristig einstellen muss. Bereits die 10 auf die Strecke schicken, nämlich den 22-jährigen Florian Gruber vom AC Deckendorf, der heute nach etwas Erfahrung im Slalomsport seinen ersten Rallye-Sprint bestreitet. Und er bestreitet ihn auf einem VW Polo 1,3 Liter RSS, also aus der Schmiede von Georg Scheppach, der ja auch eine Nennung für diesen Wettbewerb abgegeben hat und später hier noch seine Runden drehen wird. Christian Alhofer, also die besten Zeiten, die sind jetzt ein bisschen mit Vorbehalt vielleicht zu genießen, von der Startnummer 3 und 5 gesetzt bis 2 Minuten 35,6. Ja, die kompakte Version des BMW, die Startnummer 8, verlässt soeben den Parcours Richtung Ziel der Martin Köchel, der 29-Jährige von der Scuderia Magna. Dann geht die 11 auf die Reise. Auf einem Opel ist er unterwegs. Die Startnummer 11, der Startnummer 12. Markus Ederer vom MSC Mamming auf einem BMW E28er, auf einem M5 E28er. Ich denke, das wird hier ein großes Spektakel geben. Der Blick auf die Zeitenliste. 2:39,4 darf ich vermelden für die Startnummer 8. Und der Startnummer 9, 2:37,1. Ja, dann ein Fiat Turismo. Hier gefahren mit der Startnummer 70 von Karl Mayer und Georg Mayer. So, wie er sich hier einschießen wird im großen BMW E28. Ja, das wird jetzt spannend hier von den Bergen. Jeder gegen Polzmacher, das ist das Duell und Polzmacher macht hier mehr Platz, lässt den BMW vorbei. Spektakuläre Szene hier und Matthias Polzmacher. Nach der 70 die 71, Alois Scheidhammer zusammen mit August Regner. Die beiden vom MSC Emmersdorf vertrauen hier auf den Opel Astra hoch PC. Alois Scheidhammer, auch eines unserer regionalen zunächst einmal Motorsport- oder Rallye-Sport-Urgesteine, kommt ursprünglich. Wechselt dann an den viel zu spät, habe ich diesen Schritt unternommen, weil Rallye fahren ganz einfach so viel Spaß macht. Er selbst hier im auf dem Opel Astra. Ja, wir haben die schnellste Zeit bisher gefahren von der Startnummer 12 von Markus Ederer. Die Startnummer 12 von Markus Ederer auf dem BMW 233, also 233 müssen wir uns merken in Bezug auf die Bestmarke im ersten ADAC-Golf. Stefan Brezner, Melanie Heller und dem Subaru, dem Bresa, der XSB. Ja, genau,
Boxermotor, Polytechnik. Der Startnummer 12 von Markus Ederer aus Mustening auf dem BMW M5. Ja, und auch der Karl Mayer müsste hier noch kräften, die Startnummer 70. Alles aus dem Fiat Ritmo Abarth herauszuquetschen, wird verfolgt von Arne Steinhammer und August Regner im Opel Betrieb. Unterwegs, nämlich der von Manfred Seidel. Im Sprung mit allen vier Rädern in der Luft über diese kleine Welle, über diese kleine Kuppe, gefahren von Karl Mayer. Unterwegs mittlerweile eben auch die Startnummer 13 und die 13 Stefan Rietzner, Melanie Heller. Auf dem Subaru Impreza unterwegs in der Gruppe CTC. CTC, das heißt nichts anderes als Classic Touring Car. Ein Classic Touring Car muss eben so eingesetzt werden, wie es früher auch im Wettbewerb gefahren ist. Wurde in seiner aktuellen Zeit, und es darf nicht mehr weiter von diesem Stand hinweg verbessert werden. Ganz anderer Art, das ist der Opel Ascona A von Lars Stiller, der so eben auf die Strecke gegangen ist. Lars Stiller, der Diplombetriebswirt. Also immer wieder Wechsel, auch der Fahrzeugkonzepte, der Antriebskonzepte, Heckantrieb, Frontantrieb, Allradantrieb. Wir werden heute Abend wissen bei der Siegerehrung um 17:30 Uhr um 17.30 Uhr in der Ausstellungshalle, in der Fraunhoferhalle, wer denn das beste Konzept eingesetzt hat und wer es umsetzt. Wenn ich auf dem Moment Subaru gegen Subaru, Stefan Rietzner, Melanie Heller, bereits aus dem Kurs heraus, die 16 gehen in den Kurs hinein. Das ist Thomas Krempel zusammen mit Angelika Waffler auf dem Ford Escort also in der Serie zum Kaufen, zum Abschluss dieser Modellreihe. Eines der letzten Top-Modelle, dann auch mit 2 Top-Modellen. Ja, und schnellste Zeit und Führung damit im Moment für den Arne Scheidhammer und den August Regner, führt vor Markus Ederer und dann Stefan Brezner an der dritten Position. Diese Schnellinformation wollen wir schnell mischen durch. Ja, und Lars Stiller im etwa 170-180 PS starke 1900er Opel. Ist sehr, sehr stark unterwegs und ich denke, es ist eine Augenweide für die Fans und für die Zuschauer, ihn hier zu sehen. Vom MSC Kitzbühel setzen auch hier einen Ford Escort RS 2000 ein. Ja, das ist der Ford Escort Mark II, also die zweite Modellreihe dieses weißes Auto, das hier im Moment unterwegs ist. Gleich werden wir zur ersten Baureihe kommen, gefahren von Manfred Notdürfter zum Ford Escort RS 2000. Ein 170 PS stark, 2 Liter Hubraum. Die Autos werden hier belastet, werden hier gefordert. Und die Piloten, sie sind motiviert, hier eine perfekte Show zu zeigen. Ja, der Martin Rundwürfel, vielleicht sich noch schnell hinzugefügt. Das ist ein Mann, der bei Rallyes, also bei Rallye 200 und so weiter, durchaus in der Lage ist, unter den Top 10 der Gesamtwertung zu fahren. Aber den eigentlich mäßig unterlegenen Auto, der Manfred, ist auch ein hervorragender Automobilsalonfahrer in seiner Heimat. Und wenn wir ihm hier zuschauen, dann sehen wir auch, dass er hier eigentlich makellos fährt, eine sehr, sehr saubere Linie, einen sauberen Strick, sehr effektiv unterwegs ist. Also, es ist auch einer derjenigen, die es wirklich drauf haben. Ja, Lander ist auch unterwegs im Moment, schaut ein bisschen aus wie ein Escort Markenpokal, auch mit den verschiedenen Modellreihen. Mark II, also zweimal Mark II, einer davon führt jetzt hier raus, und einmal der gelbe mit dem grünen Streifen, der Mark I, also das erste Modell Escort Escort. Ja, und ein Notdürfter kommt selten alleine da. Und der nächste gleich hinterher, nämlich Alfons Notdürfter, Börge vom MSC Kitzbühel auf dem Vorzieher, Fosfort 4x4. Also hier Alfons Betrieben, auch Turbo befeuert, 2 Liter. Hubraum hat diese Ford Sierra Cosworth 4x4, bevor es dann abgelöst wurde von den moderneren Escort natürlich. Und dann ging es weiter mit den Focus und hin bis zum aktuellen Fiesta World Rally Car, zum WRC. Ja, Escort, ja, Escort. Der Manfred wird jetzt hier gleich auflaufen auf dem vorhin gestarteten Landtag aus Österreich.
schon beim Anbremsen, da kommt er ganz dicht heran. Jetzt wird es ein bisschen anders und jetzt geht weiter raus. Einer fährt raus, der Mann fährt weiter. Wenig hier für Behinderung gesorgt. Mittlerweile die Startnummer 18 unterwegs, ich will dafür nichts verschweigen und unterschlagen, nämlich der Markus Eder aus Kolbermoor auf dem 3er BMW vom AMC Bad Aibling, auch hier unterwegs in der Gruppe N und F, die also gemeinsam gewertet werden in der Kubikzentimeter. Ja, Manfred Utrafter, stilistisch wunderbar, ich würde mir mal hier sehr, sehr wohl Haltungsdogen reinräumen, wenn es denn so interessieren würde. Jetzt schauen wir dann auf die Uhr, lassen wir uns aussehen. Hier gefahren ist 2 Minuten 29,1 für Manfred Utrafter. Damit schiebt er dann in zweite Position hinter Arlen Scheidhammer. Die zweite Position der Gesamtwertung, also das möchte ich dazu noch einmal erwähnen. Auf der Rundstrecke im Slalomsport natürlich, da gibt es übrigens vorher die Slalommeisterschaft. Der zweite Rundwürfe hier unterwegs, der Sierra Cosmos auf dem Opel Astra GSI. Der Hauptfahrer wechselt gegeben im Cockpit des Renault Clio am Steuer. Der Mann, der in Neumann zu Hause ist und beim ADAC in München beschäftigt ist, in der Sportabteilung, der dort einen sehr, sehr guten Job erledigt und immer ein offenes Ohr hat für die Anliegen der ADAC-Ortsclubs. Und den Rest kann man so regeln. Man kann es natürlich mit der Kupplung unterstützen und das Gewebe und die Antriebswellen, um die Technik ganz einfach ein wenig zu schonen. Also mit der 21 Christian Götzenberger und Johann Retzer. Auch ein schneller Mann. Ja, der sprach ja auch über Unterleistungen. Michelinzer Evo 8 und da sind wir gut und gerne im Bereich von 270, 280 mehr die Stärken. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, wenn jemand so ein Auto, das haben wir ja eigentlich schon serienmäßig. Was passiert dann später damit? Ich kann nicht sagen, was damit passiert. Die Luft etwas abgestört, ein rauskitzeln und dann auf die etwa 270, 280, vielleicht auch 290 PS anheben, die so ein Auto dann seinem Piloten, seinem Team zur Verfügung stellt. So, ich habe mal die Zeitliste kommt, die Startnummer 14, 2:31,5, die 15, eine Zehntel langsamer, 2:31,6, die 16, 2:40, 1:60, 3:054, die 68, 2:29,1, das war eine sehr, sehr schnelle Zeit, dann die 17, 2:34, 2, die 18, 2:33, 2, die 19, 2:41,7 und die 20, 2:34,0. Und dann Markus Ederer mit den 2:30,6, Manfred Seidel und Gerhard Hauner auf dem Subaru Impreza, das sind die 2:31,3, 5 und dann Lars Stiller, Opel Ascona A, 2:31,6, trotz dieses Halbdrehers, den er hier hatte, also gut auch von dieser Leistung, von dieser Fahrt. Ja, wenn wir uns in den Zubuliert aktuell unterwegs sind und da ist unter anderem einer der Top-Favoriten dabei mit der Startnummer 23, nämlich Daniel Pauli und Lisa Montaler mit einem MSC Röhrenbach im BMW M3E36. Setzen sie ja in dieser Saison erstmals ein und Daniel Pauli war unterwegs in einem BMW 318i-Rennen. Stieg dann um, wünschte sich einfach mehr Leistung und hat die gefunden in diesem BMW M3E36 mit dem 24 Ventiler, Reihen, 6 Zylinder. Ja, und da stehen auch an die 300 PS zur Verfügung. Also etwas, mit dem man schon sehr, sehr schnell unterwegs sein kann. Das hat der Daniel Pauli ja auch bereits gezeigt. Im Rahmen des Rallye-Sprints SFG Trostberg-Kienberg mit der dritten Position im Gesamtklassement. Suchte noch ein bisschen nach dem richtigen Rezept in dieser in diesem Parcours und Jörg Kronkowski, Michael Brezner schieben sich auf die zweite Position, verdrängen Manfred Utrafter auf den dritten Rang der Gesamtwertung. 2:28,9 die Zeit für den Jörg und den Michael auf dem Mitsubishi Lenzer. Vorne aber nach wie vor der Frontrigger und August Regner vom MSC Emmersdorf, der Opel Astra OPC. So, und jetzt heißt es hier BMW, zweimal BMW auf dem Kurs unterwegs, Daniel Pauli, Lisa Frontaler
mit der 23 fliegen hier wieder auf die obere Kehre zu. Diesmal gelingt ihm der enge Weg und der beschleunigt hier gefühlvoll hinaus. Leichter trifft noch einmal Richtung Ziel und wir wissen ja, die schnellsten Zeiten dieses Tages sind unter 2:30 und die schafft er nicht ganz 2:31,2.